Das stiftet den Brand. Das Trockengras sieht aus, als wäre es leicht entzündlich. Ja, aber erst mal lieber nicht. Sind wir schon mittendrin hier? Die ganze Bude gleich schon leer geräumt. So. Gehen wir zurück. Um ein Feuer zu entzünden, braucht es nur einen Funken. Es brennt heller als das Licht. Die nächsten. Aber ich würde mir jetzt mal eine andere Nahkampfwaffe ausrüsten. Oh ja. Mit 15 erforderlich, schade. Sieh da, ein Pyrozischer. Mach dich an die Arbeit, damit der Zisch funkelt. Thank you.
bewegen, oder was? Kabelkralle sieht stark genug aus, um ein Tor niederzureißen. Du musst nur richtig zielen, schießen und ziehen. Dann der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Jemand zu Hause? Er hatte gehofft, dass es nicht so endet. Es gibt keinen Grund, warum man kämpfen sollte, anstatt sich zu vereinen. Es wäre ein sinnloser Kampf. Er kämpft für den kleinen Funken Hoffnung, dass sich die Stämme vereinen und den Baum des Lebens retten. Okay, wir kämpfen. Schnell, oder? Thank you.
haben wir ihn. Erledigt. Der gegnerische Sifu ist bezwungen. Das Schicksal ihres Stammes liegt in deiner Hand. Du bestimmst über ihr Schicksal, doch die Folgen deiner Entscheidung musst du tragen. Er überlässt dir die Entscheidung, was mit dem gegnerischen Sifu geschehen soll. Wenn ihr ihm den Rest gebt, bleibt ihm die Erinnerung an sein schweres Schicksal erspart. Dies ist die gerechte Strafe für seine Ungerechtigkeit. Ob gut oder böse, du schmiedest dir dein eigenes, unumkehrbares Schicksal. Einer nach dem anderen werden sie fallen, bis sie alle gehorchen. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Aha, haben wir das nächste Ziel. Okay. Was hat er denn für eine Waffe? Dein Sifu ist zufrieden. Du hast den Sieg gesichert und das Schicksal des gegnerischen Stamms besiegelt. Doch er hat immer noch zum Ziel, das Schicksal der Welt zu besiegeln. Der Fall des Baums ist nur eine Frage der Zeit. Krieg zu führen ist leichter als Frieden zu schließen. Doch es ist schwerer, einen Krieg zu gewinnen. Aber wenn du entschlossen bist, wirst du alles tun, was nötig ist. Du bist seit eurer ersten Begegnung viel stärker geworden. Und jetzt verlässt sich der Stamm darauf, dass du die übrigen Rivalen ausschaltest. Er meint, dass dich alles, was dir zugestoßen ist, nur noch stärker gemacht hat. Oh, das sieht aus wie so ein Laserschwerthalter. Ich habe die Kanalpunkt-Sounds hier in der Aufnahme aus. Sieh dir diese Signalschüssel an. Ein schöner Orientierungspunkt. So eine Signalschüssel. Oben? Hallo, komm her. Kreatur behalten. Ja, komm, ich muss diesmal. Aber pack das Video ins Discord, bitte. Und dann. Thank you.
Warum wurde ich nicht gefragt, was du möchtest, okay? So, Psi-Punkte muss ich mal aufheben. Ich mach die erstmal platt. Jetzt hast du einen Bumerang Okay.
Ah, es wollte gerade durch ihn durchrutschen, Mann. Da habe ich noch. Verbessern. Dies ist eine Signalschüssel. Damit die Signalschüssel funktioniert, musst du die Pong-Paddel korrekt ausrichten. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das passt. Jetzt kannst du so viele Schüsseln ansignalisieren, wie du willst. Dreh dieses Paddel, um die Signalschüssel richtig zu wenden. Du hast ein Rotationsrätsel gefunden. Diese gibt es überall auf der Welt. Durch Navigieren nach links oder rechts kannst du die Ausrichtung rotieren. Um im Rätsel zu navigieren, benutze A und D, okay. Wenn du glaubst, du hast das Rätsel gelöst, kannst du versuchen, es zu aktivieren. Drücke R-Taste zum Aktivieren. Eine gute Frage, wohin, ne? Keine Signale hier, nur Schweigen. Keine Signale hier, nur Schweigen. Bibidi piep piep, du hast eine Signalnachricht entdeckt. Okay. Sehr schön. Hat mir aber irgendwie nichts gebracht, ne? Das ist ein Kopfkasten. Die Eingeber müssen verbunden sein, damit der Kopfkasten startet. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das ist eine Kopfsache. Es geht um Software, nicht Hardware. Erfolg ist innerer Frieden. Software. So, hier muss ich real denken. Okay, dann sollten wir hier eigentlich alles haben, abgesehen von der Tür. Stufe 2. Muss ich erstmal gucken, wo kann ich denn die nächste Stufe erreichen? Finde Kiesel, um dein Kralleneisen zu strongen, okay? Der ist da hinten.
So, jetzt muss ich noch hier runter. Das können wir ja eben machen, ne? Komme ich da jetzt überhaupt hin? Da müsste ich eigentlich dazwischen. Da eigentlich langkommen. So, ich kann das mal eben markieren. So. Weiß schon wohin. Und der denn jetzt, ja? Das ist Hobidung, ein heimeliges kleines Dorf. Das hier ist ein Dorf. Ah. Aucherhelm, legendär. Ausrüsten. Heckenschütze Aufsatz. Nice. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier hochkomme. So, vielen lieben Dank für deinen Sub von 5 Monaten schon, hey, Wahnsinn. Vielen lieben Dank, Vito. Ich muss hier gehen wohl drauf, ja. Was haben wir? Was haben wir denn, Alter? Scheinbar. So, nach oben gehen wir gleich. Ich gucke jetzt erstmal hier, was hier alles ist. Wo sind sie? Die Chance. Okay, erstmal strullern. Mal sehen. Kiste. Da haben wir noch einen Händler. Sag, du kannst während der Öffnungszeiten gerne herumstöbern. Sagt, dass die Geschäfte momentan träge laufen und du eine große Auswahl hast. So groß ist die Auswahl jetzt auch wieder nicht. Aber wir können die Sachen mal alle kaufen.
großes Energiepaket. Ja, komm man. Badet nicht. Okay. Das war doch ganz gut. Können wir gebrauchen. Schrotflinte. Ein Rucksack, wobei ich den nicht brauchen werde. Schon legendär im Rucksack gefunden. Oh, die schippt auf dem Bett. Auch nicht schlecht. Sagt, man sollte meinen, der Weltuntergang würde alle davon abhalten, nach mehr Möglichkeiten zu suchen, die Welt hoch zu jagen. Nicht so mit Bumm. Ihm fallen immer neue Wege ein, Dinge zu sprengen. Der Lärm ist furchtbar, doch die Sprengkrater sind noch schlimmer. Meint es nicht zu wissen, aber er hört nicht damit auf. Sagt, die Oma von Bumm hat auch gerne Sachen in die Luft gejagt. Sie hat dem kleinen Bummer alles beigebracht, was sie wusste. Er ist jedoch über sie hinaus explodiert. Blausachen in die Luft jagen. Denkt, du und Bumm werdet euch gut verstehen. Klagt über den Verlust des eigenen Kindlings durch den Lotusanführer. Möchte sich rächen, aber der Lotusanführer ist zu mächtig. Fragt sich, ob du wirklich so heldenhaft bist. Sagt, wenn die Welt untergeht, muss sich die Gerechtigkeit sputen. Du solltest den Lotusanführer finden können. Er hält sich immer bei anderen Lotus auf. Will, dass du den Lotusanführer ausschaltest. Auf ewig. Machen wir. Schätzt, nur du bist stark genug, um die Birne des Anführers zu durchlöchern. Jubelt dir dankend zu. Boah, Alter, wie viele Nebenquests gibt's denn bitte hier? Sagt, in diesen dunklen Tagen verändert sich alles. Nichts bleibt gleich. Nicht einmal Häuser. Hast du von Chupsa gehört? Was für ein Umherstreifer. Sogar seine Hütte bewegt sich. Ist überzeugt, dass er mit jemandem, der so viel herumkommt wie du, viel zu bereden hat. Schätzt, dass Chupsa schon viele Dinge gesehen hat. Alle möglichen Dinge. Dinge, die dir helfen könnten. Sagt, Chupsa gehört nicht zu denen, die an einem Ort verweilen. Aber vielleicht sucht er nach dir. Halte einfach nach Chupsa und seinem mobilen Heim Ausschau. Stimmt zu, auch wenn Chupsa es nicht teilen möchte. Komm her. Er tut töten. So, was hat der noch für eine Quest? Hast es, wegen des herumtrampelnden Flauschkolosses nicht schlafen zu können. Die Bestie trampelt tags und nachts herum, was keine ruhige Minute Augenzuzeit zulässt.
Augen zuzeigt. Denkt, je weniger Kolosse es gibt, desto besser. Egal welcher. Sag, du sollst bis zur Schlafenszeit warten oder ihn selbst aufspüren. Was immer funktioniert. Mein demonströser Flauschkoloss muss hier irgendwo sein. Kolosse sind schwer zu besiegen, doch am Ende geht es nur darum, ihn ordentlich zu durchlöchern. Keiner außer dir hat eine Chance gegen den Flauschkoloss. Hofft einfach, dass du ihn aufhältst. Kriegen wir hin. Wie? Sieht cool aus. Mal hier. Ja. Hä? Pibu Mayu Namayu. Sagt, mit dir lässt sich immer kolossal. Hofft, dich bald wiederzusehen. Okay, wir haben einen Bug gefunden, das lässt sich damit nicht interagieren. Leider. Moin Frank. Schön, dass du wieder vorbeischaust. Hi. Plattierte Hosen. Das irgendwie vielleicht von der Seite machen, damit das funktioniert. Leider nicht. Sagt, mit dir lässt sich immer kolossal. Komm ich nicht dran. So, jetzt gucken wir mal, dass wir weiter nach oben kommen wieder. Bittet dich, einen Blick auf die Waren zu werfen. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Oh, mal gucken, ich will ja... Automatikgewehr. Oh ja. Was ist das? Schrotflinte? Waffe. Ach, das muss ich kaufen eigentlich. Ja, das muss ich kaufen. Deathgun, grüß dich, guten Morgen. Ich muss das kaufen. Gut investiert. Moment, jetzt muss ich erstmal auf herstellen. Oh Gott, Alter. Ich kann da richtig viel upgraden. Opthand. So. Modifizieren.
Hab nicht abgespaced, ne? Aber egal. Beckenschütze. Jawohl. Magazin, so. Basis. 160. Yeah. Ja. Kartoffelkanone, ja. Wow, 188 und das als Automatikgewehr. Leck mich am Arsch, das macht gleich richtig eng, ey. 193. Fertiggestellt. Alter, das Ding ist absoluter Wahnsinn. Sogar legendär. Ja, Mann. Das fühle ich. Oh, Tauchheim kann ich nicht verbessern. Oh, hier habe ich auch richtig krasse Sachen jetzt, ne? Sind immer noch besser. Nee, aber hier kritische Trefferwerte. Ist übel. So. Beine. Eben die anderen Beine ausprobieren. Das ist das Schöne, man kann halt die Komponenten alle wieder abmontieren. So, der 22. Die plattierte Hose. Hat aber Zusatzteile plus 2. Jetzt gucken wir mal. Eine 8 Rüstung, ne? Muss mal kurz gucken, auf wie viel Rüstung ich da komme. Ich glaube weniger. 27, ja. Ne, okay, dann muss ich die wieder zurückbasteln. Tarnhose modifizieren. Hä? Geht das jetzt nicht mehr? Okay, ich kann dann die Sachen nicht mehr. Oh, das ist ja mies. Schade, habe ich nicht gewusst. Kung Fu habe ich alles. Talente. Saboteur. So. Ach, guck mal hier. Die
die Werkbänke auf jeden Fall auch noch gefunden. So, alte Weltgerät. Ist da unten und da kann ich momentan nicht dran. Ah, schade. Junge, geht doch. Den geil oder ist das die geil? Leck mich am Arsch, was ist das für eine Wumme? Oh, jetzt habe ich einen neuen Rock bekommen. Schön. Also die war schon vorher, die war vorher schon cool. Das Maschinengewehr. Aber jetzt ist es auf jeden Fall crazy. Elektrisches Modul, sehr schön. Also ab und zu findet man schon ein paar Sachen so, ne? Außerhalb der Hauptrouten. Ab und zu. Oh nee, Junge, ist das Ding geil. So, aber dieses alte Weltgerät hier kann ich nicht benutzen. Typen stehen hier im Weg. Mann. Wäre nicht über. Schade. Kriege ich die Quest hier nicht fertig. So, und jetzt müssen wir gucken, wo wir als nächstes hingehen. Glippergärter Wrack. Kiste. Kommen wir da rüber? Hier ist halt dieses Schmutzgebiet, ne? Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Ich muss mal irgendwie hier runter. Da ist auf jeden Fall besiege den Pummelschnauber. Jetzt mal unten, ich guck mal, wo ich da jetzt hinkomme. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Pummelschnauber schon erledigen kann. Weiß ich leider nicht. Verbessern. Ah, hier. O32. Entflosse. Haben wir noch was zum Looten?
gar nicht, dass die feindlich sind. War noch nicht aufgefallen. Oh, hier habe ich noch eine Quest zu meinen, oder was? Jo. Boah, geht die Waffe ab, ey. Das ist so krass. Kehre zum Dörfler zurück. Ah, vielleicht lassen die mich dann sogar an das Gerät oder so. Vielleicht geht das deswegen. Hallo, kommst du wohl her? Ah, mal ausprobieren. Jetzt erstmal fix zu dem zurück. Die Quest wenigstens abgeschlossen. Boah, aber die Waffe, die ist der Hammer. Jubigen, Lekul Juju. Yay. Ne, immer noch nicht. Schade. Muss da runter. Muss irgendwie an den Glibbergleiter warm kommen. Da reinfallen. Scheint zu funktionieren. Bin ich. Immer mehr Dunkelpunkte. Das war sehr gut. Bloß weg.
muss ich hin? Rechts von mir. Wow. Die Waffe ist der Wahnsinn, also. Ich. Du hast Bumbunker 2E gefunden. Bedank dich dafür bei Toxanol Corporation. Die Nachladegeschwindigkeit ist lange, ne? Was war das denn jetzt? Na, hier kann ich mich aber nicht so lange drin aufhalten. Dafür brauche ich erst Radioaktivität niedriger. Ja, ich brauche mehr Resistance halt, ne? Oh ja. Sehr schön. Komm hier an und die gehen instant alle auf. Die Waffe ist der Hammer, ey.
crazy, ey. Ach, guck mal, jetzt kann ich meine neue zwei. Meine. Oh ja. Kann ich meinen neuen Zweihänder tragen. Mit Level 15. Dich lässt jeder Treffer kalt. Jetzt muss ich mal. Nee, nicht Kung Fu, so Nahkampf. Da, rechts, F. Zack, böser Wolf. Soll ich wenigstens schon mal eine Special Attack mit der Waffe? Habe ich ja erstmal eigentlich alles. Ich gucke da jetzt mal vorbei bei diesem. Bei diesem Vieh. Ob ich das schon machen kann. Das ist in keinem guten Zustand, aber ein genauerer Blick könnte sich lohnen. Oh, 1000 Damage. 1400. Leck mich am Arsch. Noch mehr. Ich habe keine Adrenalinspritze genommen oder sonst was. Oh Gott. Aber ich bin auch mega anfällig. Leck mich, ey. Mm-hmm.
parieren, hat aber nicht geklappt. Das ist schon krass, wie schnell, also wie krass, also der Damage jetzt skaliert ist mit den zwei Waffen. Das ist schon heftig. Vorher habe ich mich ja mehr oder weniger voll rumgekrebelt. Die Töne müssen harmonisch klingen, damit der Drückplonk gestimmt ist. Musik für alle Ohren. Okay, für mich hat sich das jetzt irgendwie überhaupt nicht gut angehört, aber okay. Oh ja, endlich mal wieder ein Biobehälter. Gleich abgeschlossen. Sehr nice. Ist das Vieh? Wo bin ich denn? Ach, ich bin doch viel zu weit weg. Ich hab gedacht, ich bin voll in der Nähe, aber gut. Ja. Nur ein paar Minen hier. Nur ein paar. Ah, das Spiel kann ich nicht speichern an der Stelle. Hummelschnauberplatz, da ist er. Krieg ich da ein Foto hin? Ah, weiter komme ich nicht. Das ist der Pummelschnauber, der an der Rinde kaut. Nachdem er das Bein von Steinalt gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. Schwing den Bumball und schleudere ihn unter den Schnauber.
einfach. Gar nicht daran vorbei. Alle vier machen, okay. Ja, und dann ist der schon wieder ready. Ja, moin.
ich hab's geschafft, dass das zweite Mal untertaucht. Wahnsinn. Hörst du das? Es weht ein frischer Wind. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Er dankt dir, dass du den ersten Weltenfresser erledigt hast. Das ist ein Anfang. Du solltest zu Steinalt gehen und alles über die Maschine herausfinden, die er Arche nennt. Auch wenn Steinalt deinen Absichten misstraut, verlässt er sich auf deine Hilfe. Der Sifu ist sich sicher, dass er dir sagen wird, was du wissen musst. Er schätzt, mittlerweile weißt du, wo du Steinalt findest. Er war schon immer am Fuß des Baumes und daran hat sich nichts geändert. Ja. Glebo weiß, dass er sich wiederholt, aber er redet einfach gern mit dir. Hinsichtlich des Karmas bist du eins mit dem Lotusstamm. Wird ein Element jedoch zu stark hervorgehoben, gerät die natürliche Harmonie aus dem Gleichgewicht. Versteht, dass du beschäftigt bist. Glebo weiß, dass er sich wiederholt, aber er redet einfach gern mit dir. Sag, du solltest dich nicht stressen. Und jetzt habe ich nicht mal irgendwie was gekriegt oder so. Wo bin ich denn jetzt, ey?
war doch gerade hier unten. Hallo, danke schön für dein Follow und willkommen. Ich lasse mal eine Wegmarke hier unten finden. War ja hier noch gar nicht. Was sind das denn für Dinger? Zack, Kreatur töten. Hallo, mehr? Die können wir behalten. Da ist er, der Baum des Lebens. Die Vorstellung, dass alles Leben durch gemeinsame Abstammung verbunden ist. Wo die Äste als Arten existieren und die Schöpfungen der Vergangenheit für die Nachfolge der Ausgestorbenen stehen. Einst waren die riesigen Äste des Baums knospende Zweige, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbanden. Sie umfassen mit ihren sich ewig ausbreitenden und wunderschönen Verästelungen alle ausgestorbenen und lebenden Spezies. Die Lebenden sind eine Evolution derer, die zuvor hier waren. Schön. Oh ja, Bio. Das hier ist Dixies Laden. In diesem kleinen Schiff gibt es einen Ausstatter und eine Verbesserungswerkbank. Mal sehen. Erstmal hingepinkelt. Möchte unbedingt, dass du einen Blick. Nö. Okay, ist schon abgeschlossen, passt. So, hier oben, das können wir noch direkt mitnehmen. Hallo? Vorsicht, sonst schlitterst du den Rutschhang hinab. Vielleicht kann dir Honky den Weg zeigen. Mal sehen. Rutschhang. Honky. So, was bist du für einer? Denkt, die meisten anderen haben nicht so viel Glück wie du. Der Umstand, dass du so lange überlebt hast, zeigt, was für zähe Kundschaft du bist. Das kauft er dir von alleine ab. Sagt, er ist eher ein Gelegenheitskünstler. Er versorgt andere mit dem, was sie gerade brauchen. Du gehörst wohl zu den gerissensten Kunden, die er je hatte. Niemand kann so gut ausgestattet sein wie du, ohne einen guten Geschäftssinn zu besitzen. Doch was willst du mit all deiner Ausrüstung anfangen? Erinnert dich daran, dass du dir nicht alles nehmen kannst, was nicht dir gehört. Du musst für Dinge bezahlen, so wie andere auch. Du sollst wissen, dass er nach tollen Schnäppchen für dich Ausschau hält. Mit Schnäppchenjägern wie dir
wird er sicher einig. Hast du jemals einen deiner Käufe bereut? Oder noch schlimmer, einen verpassten Kauf? Das Leben ist zu kurz, um auf etwas zu verzichten, das man will. Wollt ihr das nicht alle? Gib ihm Bescheid, wenn du ihm genaueres sagen kannst. Dann wird er schauen, ob er es dir verkaufen kann. Findet es traurig, dass die Welt stirbt mit all seinen Kunden. Weißt zu schätzen, dass du seine Waren genutzt hast, wie du es wolltest, ungeachtet der Folgen. Findet, du passt gut zu den Yagni. Im Laufe der Jahre hat er ihnen viel verkauft und so einiges an Grün gemacht. Nicht besonders viel. Sie geben ihre Dinge nicht gerne her. Äußerst besitzergreifend. Auf zu neuen Geschäften. Sein Name ist Honky. Bei ihm ist es Brauch, dass alle, die er trifft, zu Kunden werden. Er ist der geborene Händler. Vielleicht wurde er sogar vom Schicksal bestimmt. So oder so kann er es nicht ändern. Der Handel liegt ihm im Blut. Selbst wenn er bei dir keinen Gewinn erzielt, wäre das für ihn in Ordnung. Das nimmt er in Kauf, da sein Grundsatz lautet, einem Kunden Profit und Freude zu bereiten. Schätzt, wenn die Welt den Bach runtergeht, macht man eben das Beste aus der Situation. Honky möchte dir dabei helfen, ihm zu helfen. Er weiß, dass du jemand bist, der seiner Marke treu bleibt. Pistos. Er verfolgt den Markt und hört auf dessen Rat, doch häufig hat er das Gefühl, anderen ihre Bedürfnisse klar machen zu müssen. Er gibt dir, was du brauchst, wenn du ihm dabei hilfst, ein unwichtiges Unsinn-Ding zu beschaffen, das für ihn sentimentalen Wert hat. Behauptet, es sei so wertlos, dass du keinen Gedanken daran zu verschwenden brauchst. So ist es gut. Immer im Dunkeln bleiben. Jede Stunde im Hellen ist eine zu viel. Das Licht wird auf dich warten, bis du bereit bist. Ha! Verschwende keine Gedanken an Verlierer! Hey, das ist nicht fair. Die einzigen, die sich darüber beschweren, dass etwas unfair ist, sind die Verlierer. Oh, der hat einem Kotelett an die Backe gequatscht. Den Turm da hinten nehme ich noch eben mit. Materialien. Mal gebrauchen. Hinten haben wir auch noch welche. Nice, nice. Haben wir auf jeden Fall wieder viel an Materialien.
Erstmal schön vor dem Baum hingepinkelt. So läuft das. So muss das sein. Erstmal markieren. Ein gut verborgener Ort. Direkt unter der Erde. Hey, Raumschiff Enterprise. Läuft. Aber so später hier weg? Ja, war klar, dass der da drin hockt. Steinalt ist beeindruckt, dass du es so weit gebracht hast. Doch es gibt immer noch zu tun. Das Ende der Welt ist noch allgegenwärtig in aller Gedanken. Du hast einen Weg eingeschlagen, der dir die Macht verliehen hat, entweder alle zu vernichten oder zu retten. Die Frage ist, wie du mit dieser Verantwortung umgehst. Er sorgt sich um dich. Wer sich selbst liebt, würde niemals anderen wehtun. Doch je mehr man sich selbst hasst, desto mehr will man auch andere leiden sehen. Miami. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wer du bist und woher du kommst. Wer seine eigene Geschichte und seinen Ursprung nicht kennt, ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Muk. Es ist wichtig, immer bodenständig zu bleiben. Du teilst dein Schicksal mit dem Baum. Steinalt sagt, es gibt eine Zeit für alles. Es ist jetzt sinnlos, an die Vergangenheit zu denken, da diese vergangen ist. Denk an die Gegenwart, denn dort befindest du dich. Du musst deine Prioritäten festlegen und Dinge zu Ende bringen. Er ist besorgt, dass du die Welt in Gefahr bringst. Doch die Dunkelheit muss nicht zwangsläufig das Ende der Welt bedeuten. Sie ist bloß eine andere Perspektive. Wenn die Welt wirklich untergeht, gibt es kein Entkommen. Für den schlimmsten Fall hat er Vorbereitungen getroffen. Er nennt es die Arche. Alles hat zwei Seiten, doch es wäre furchtbar für ihn, wenn du gezwungen wärst, mit der Arche zu fliehen, während die Welt in Stücke zerfällt. Ach, wir krallen uns hinter die Arche und düsen. Steinalt meint, es gibt keine eindeutigen Aufzeichnungen über die Ereignisse, die den Lauf der Geschichte verändert und die Welt in die Knie gezwungen haben. Er hat in der Arche Beweise gefunden, in denen die Krise beschrieben wird. Jahrzehntelange Verschmutzung, die in den Boden drang und den inneren Kern aufgebrochen hat. Die Verschmutzung unterbrach den Fluss der sogenannten Ki-Energie, die Lebenskraft, die alles durchzieht, sowohl lebende als auch unbelebte Dinge. Er hat erfahren, dass die Verderbnis alles auf der genetischen Ebene beeinträchtigte und so alles auf den Kopf gestellt hat, was als normal galt. Nur die, die sich verändert haben, entgingen der Auslöschung und konnten beweisen, dass Überleben und Erneuerung möglich sind. Er kann deine Neugier über das Schiff am Fuß des Baums nachvollziehen. Er sagt, es kam zum Vorschein, als das Öl durch die Erde brach. Die Arche gab es sogar schon vor der alten Zeit. In ihrem Inneren hat er Anleitungen gefunden. Und nachdem er sie jahrelang studiert hat, glaubt er nun, das Schiff zu verstehen. Selbst wenn du denkst, dass niemand sonst es wert ist, vor dem Ende der Welt gerettet zu werden, gibt es in der Arche noch vier weitere Plätze. Er wird die Plätze weiter frei halten,
falls du im Fall der Katastrophe noch 4 andere in die Arche einladen willst. Sobald du für einen Charakter alle Quests abgeschlossen hast, kannst du ihm von einem von 4 Plätzen auf der Arche anbieten. Der Sifu deines verbündeten Stamms, Steinalt, haben bereits einen Platz, aber überlege gut, wenn du sonst noch, einlädst. Du kannst deine Entscheidung später nicht mehr ändern. Je nachdem, welche Aura du hast, können manche Charaktere deine Einladung ablehnen. Aha. Doloka. Steinalt hat gehört, dass du recht beschäftigt warst. Bilia Antuf Momombusu? Er weiß deine bisherigen Taten zu schätzen. Doch leider erfordert seine Freundin Noko im Osten dringend deine Aufmerksamkeit. Befabihida Huntukub Kirko. Steinalt sagt, er weiß, dass du gütig genug bist, um Noko so gut wie möglich zu unterstützen. Er wird dir den richtigen Weg weisen, doch Noko zu finden und sie mit allem Nötigen zu versorgen, liegt ganz bei dir. Das klingt nicht gut. Steinalt hatte recht. Der Hufschnauber muss gestoppt werden. Steinalt sagt, Noko ist besorgt, weil der Weltenfresser im Osten immer mehr Unheil anrichtet. Er erklärt, dass Noko über ein legendäres Reittier verfügt, mit dem sie gegen den Weltenfresser ziehen will. Doch sie benötigt deine Hilfe bei der Vorbereitung. Steinalt schlägt vor, dass du so schnell wie möglich nach Osten aufbrechen solltest, um Unterstützung zu leisten. Er fragt sich, was dich gerade beschäftigt. Ich mach mich auf den Weg. Das war ziemlich viel Input. Sag, du sollst gut auf dich aufpassen. Falls du das Gefühl hast, dass der Erzähler während deiner Erkundung zu häufig spricht, kannst du deine Kommentarfrequenz in den Einstellungen reduzieren. Nachdem wir jetzt schon so weit gespielt haben, macht das natürlich Sinn, diese Info, ne? Also sind wir natürlich nicht selbst drauf gekommen, aber egal. Guten Morgen, Toro. Schön, dass du da bist, hey. So, aber gut, wir haben das Ding gesehen. Oh ne, und ich habe so viel zu tun, guck euch das mal an. Jetzt erstmal alle nach der Reihe alle abgehen. Neue Reise von hier aus nicht möglich. Okay. Bahnhof.
Oh ja, dieser Bio-Ding. Okay. Auch schon drei. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Passt. Hast du versteckt? Nein. Gegenstand. Was? Eine Hoffhalle. Manche haben sich hier damals jede Woche versammelt, um sich an den Händen zu halten und gemeinsam zu hoffen. Diese Tage gibt es nicht mehr so viel Hoffnung. Eine Hoffhalle? Ausweichen kann, ne? Nein! Oh Mann!
Echt jetzt? Das bin ich wieder hier unten? Eine Hoffhalle. Manche haben sich hier damals jede Woche versammelt, um sich an den Händen zu halten und gemeinsam zu hoffen. Diese Tage gibt es nicht mehr so viel Hoffnung. Tsukuyomix, vielen lieben Dank auf jeden Fall erstmal für deinen Follow und schön, dass du da bist. Es ist ja, also alle haben sich ja ein übelstes Roleplay-Game gewünscht und es war eigentlich auch so angepriesen, aber ich würde das halt eher als ein Action-RPG-Game bezeichnen als ein Roleplay-Game. Das ist sehr storylastig, also es dreht sich eigentlich komplett um die komplette Story, die du aber auch selber so ein bisschen, also du hast Entscheidungsfreiheiten, aber die versuchen dich die ganze Zeit in so Richtung helle Seite zu schlagen, also du kannst dich entscheiden zwischen hell und dunkel, also zwischen den zwei Seiten. Ich habe mich jetzt für die dunkle Seite entschieden, also dass ich halt mehr der Böse bin, sag ich mal. Aber die versuchen dich immer wieder in diese Richtung zu lenken halt, dass du ausgeglichen bist und so, musst du aber nicht.
Ja. Moin Tim, Darth Lexus? No, das trifft. Ich wollte diesmal der Böse sein. Tötet auch die Kreaturen, dann kriege ich jedes Mal Dunkelpunkte. So, wollen wir mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Satuna Amanka. Hat gehört, dass du nur auf deinen persönlichen Kodex hörst und ist besorgt, dass du keine Achtung mehr für das Leben auf... Goga, wachsan u intabadan kamaglai. Fiona, dakad nio umumwaka. Ist traurig, dass du auf dem Weg... Die sagen leider immer dasselbe. Ah, das Licht! Wegen... brennt bloß in den Augen, oder? Im Schatten ist das Leben kalt. Es ist perfekt, wenn die Welt heiß wie ein Vulkan wird. Du findest also auch, dass das Dunkel nicht mehr als ein Schatten ist? Ich werfe immerhin einen guten Schatten, während du lediglich in selbigem stehst. Die Kanalpunkte Sounds sind aktuell deaktiviert, weil das ein Let's Play ist und ich nicht möchte, dass da ständig irgendwie ein Mist mit drin ist. Abgesehen von den Alerts und den eigentlichen. So, kann ich das Ding jetzt auch abschießen oder? Hm. Schade. Also in das Gebäude komme ich jetzt nicht rein, oder was? Hä? Oder schon mal so eine Rakete. Hm. Komisch. Finde die Nono. Stand auch eben gerade noch nicht da. Manchmal fühlt sich das, was man sieht, nicht real an, bis man wieder in diesen Moment zurückversetzt wird, wie durch eine Zeitmaschine. Thank you.
Es ist schwer, diese Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle abzuschütteln. Der eigene Verstand spielt einem Streiche. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Wähle die Roboterfunktion, die du abrufen möchtest. Kraftschub, aktiviere den Kraftschub des Roboters im Ausfallrad für Vorausgegenstände, um deinen Schaden zu erhöhen. Kann nach einer bestimmten Zeit wieder eingesetzt werden. Die Geschützfunktion des Roboters wird automatisch aktiviert, wenn Gegner in der Nähe sind und unterstützt dich im Kampf. Kann eigentlich auch ziemlich nice sein, glaube ich. Du solltest eigentlich gar nicht wissen, wie man den Peng-Peng-Bumm des Roboters anschmeißt. Aber offensichtlich hast du es schon vor langer Zeit herausgefunden. Du hast das Robotergeschütz freigeschaltet, zu Beginn eines Kampfes aktiviert. Der Roboter automatisch ein Geschütz und greift deine Gegner an. Ja, cool.